Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine offene Themennacht, eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei uns unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. So, offene Runde, freie Themennacht. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und bin gespannt auf den ersten Anrufer. Das ist die Johanna. Stimmt das? Ja, das stimmt. Hallo Johanna. Wir haben kleine Schwierigkeiten hier, deswegen war ich ein bisschen unsicher. Johanna, 22 Jahre, guten Morgen. Morgen. Schön, dass du da bist. Bei mir geht es darum, um das Alkoholproblem meines Vaters, beziehungsweise genauer gesagt, dass mein Vater ein Alkoholiker ist. Mhm. Und ich erst das seit 2 Tagen bewusst weiß. Du weißt das erst seit 2 Tagen? Bewusst, ja. Warum weißt du das erst seit 2 Tagen? Weil mein Vater vor 2 Tagen im Haus einen Unfall hatte und ins Krankenhaus musste und wir dadurch es erst bemerkt haben. Weil er sowas von stinkbesoffen war und die Treppe runtergesegelt ist und sogar ohnmächtig war, und das war sehr, sehr schlimm. Nun kann ja sein, dass er da einmal eben sehr besoffen war. Woraus schließt du, dass er Alkoholiker ist? Ich schließe es darauf, weil das ist eine längere Geschichte. Also er hat im März diesen Jahres seinen Job verloren. Mhm. Und dann fing es halt an. Er hat körperlich sehr stark abgebaut, wurde immer dünner, aß nichts mehr. Mhm. War total lethargisch, hat sich nur noch zurückgezogen in sein Büro und überhaupt nichts mehr gemacht. Mhm. Ja, und hat auch Probleme mit den Füßen bekommen und konnte nicht mehr richtig laufen und Gedächtnisprobleme. Er hat immer gesagt, er hätte Probleme, Nervenleiden und sowas. Mhm. Also ich wusste öfter schon mal, dass er gern mal einen trinkt, aber ich wusste nicht, dass das so ausartet. Wie geht es Ihnen denn? Aktuell, heute, wie geht es Ihnen? Ja, er ist heute aus dem Krankenhaus entlassen worden. Habt ihr denn heute dann über diese Problematik mit ihm schon gesprochen? Ja, wir haben ihm gesagt, dass er in eine Entziehungskur muss. Also er gibt es zu, dass er Alkoholiker ist? Ja, er gibt es zu. Und was hat er so erzählt? Wie lange trinkt er schon? Er hat gesagt, aktuell ist er jetzt seit 6 Monaten tagtäglich besoffen gewesen. Tagtäglich, seit 6 Monaten. Von 10 Uhr morgens bis, 23 Uhr abends bis ins Bett. Und das habt ihr, die Familie, gar nicht so bewusst wahrgenommen. So in der Dramatik mitbekommen. Nein. Habt ihr nicht. Mhm. Lebst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja, ich lebe noch zu Hause bei meinen Eltern. Wann hat dein Vater denn angefangen zu trinken? Hat er das auch erzählt? Also die letzten Monate war es so sehr schlimm, und wann hat er angefangen? Hallo? Ihr Lieben, ich glaube, wir haben heute Nacht ein großes Problem. Wir haben nämlich wieder Computerprobleme, gerade schon sehr aufgeregt hier vor der Sendung, und ich glaube, Johanna ist weg. Ich höre nämlich nichts mehr. Dann versuchen wir mal den Patrick. Patrick ist 15 Jahre alt. Hallo Patrick. Hallo. Du bist da, das ist schön. Ja. Deswegen rufst du an, Patrick. Also, ich bin 15, mhm, und meine Freundin auch, und die ist jetzt schwanger. Die ist jetzt schwanger? Ja. Und seit wann weißt du es? Ich weiß es jetzt seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Und in der wievielten Woche ist sie schwanger, weiß sie das? Im zweiten Monat ist sie jetzt. Im zweiten Monat schon? Ja. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre sind wir zusammen. Mhm. Verhütung und so ist euch ja schon ein Begriff, ne? Ja, aber also eigentlich nimmt ihr die Pille. Hm. Und ja, irgendwie, naja. Ja, wie irgendwie, naja. Ja, hat dann halt irgendwie nicht geklappt. Hm. Vielleicht hat sie es vergessen oder. Ja. Und du hast nicht verhütet, das heißt, du hast keine Kondome benutzt. Nee. Hm. Sie hat dir das als Ersten gesagt, oder weiß es sonst noch jemand? Ja, mein bester Freund weiß es noch. Mhm. Und sie, und ja, bisher weiß noch niemand. Wir wollten jetzt nächste Woche Montag, wollen wir es ihren Eltern sagen. Mhm. Wie ist denn das für dich, 15 Jahre alt und schon Vater zu werden? Ja, das ist hart für mich. Mhm. Und was sagt deine Freundin dazu? Ja, also wegen Abtreiben und so.
also sind wir eigentlich dagegen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr beiden sehr viel darüber redet im Moment, weil das ist wahrscheinlich das wichtigste Thema zwischen euch. Ja, ist es. Und warum habt ihr noch nicht mit euren Eltern darüber gesprochen? Ja, Angst halt. Ja. Wobei, es bleibt euch ja gar nichts anderes übrig, als zu sprechen. Die Zeit schreitet halt fort und irgendwann wird man es ja sowieso sehen. Ja, das stimmt wohl. Ja. Was glaubst du denn, wie zum Beispiel deine Eltern darauf reagieren? Ja, also gut finden werden sie es wohl nicht, aber ich denke mal schon, dass sie mich auch unterstützen werden. Das hoffe ich. Ja, und was glaubst du, was die Eltern von deiner Freundin sagen? Kennst du die ein bisschen näher, die Eltern? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also die kenne ich schon. Ja, und wie schätzt du das ein, was die sagen? Ja, ich glaube, das ist genau das Gleiche, also dass sie es natürlich nicht gut finden, aber dass sie uns trotzdem unterstützen werden dabei. Mhm. Das heißt, ihr beiden seid euch jetzt irgendwie so schon einig, wir wollen das Kind haben? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon, irgendwie natürlich dann mit Unterstützung der Eltern, aber wir wollen das Ganze versuchen dann schon zu schaffen. Ja, eigentlich ja. Mhm. Aber ganz sicher sind wir es auch noch nicht. Also wir wollen jetzt wissen, was unsere Eltern dazu sagen und dann... Also ich finde ganz wichtig, Patrick, also oberwichtig ist, dass ihr beide jetzt euch Mut macht und das euren jeweiligen Eltern sagt. Das ist unumgänglich, das müsst ihr tun. So, ja. Und dann sind die einbezogen und dann solltet ihr mit den Eltern beraten, was zu tun ist. Unter Umständen natürlich auch zu einer Beratungsstelle gehen. Aber ihr müsst jetzt viel sprechen und vor allen Dingen mit Erwachsenen reden, um die ganze Sachlage einfach zu besprechen. Das ist schon ziemlich viel Zeit jetzt ins Land gegangen. Ja, deswegen werden wir auch nächste Woche mit ihnen reden. Und ja, warum erst nächste Woche, warum nicht morgen schon? Ja, vielleicht machen wir es dann doch schon morgen. Also wir haben eigentlich abgemacht, dass wir nächste Woche ihnen das erzählen. Diese nächste Woche ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen hinschieben aus Angst, weil wir schieben das noch ein bisschen vor uns her, weil das sehr unangenehm vielleicht ist, dieser Termin, dieser Gesprächstermin. Ja, das kann schon sein. Ich finde, Patrick, ihr solltet das so schnell wie möglich machen. Jetzt, an diesem Wochenende schon. Wie können denn die Familien miteinander, also wie können deine Eltern, sind die ganz gut vertraut und bekannt mit den Eltern von deiner Freundin? Wirklich gut, die haben sich vielleicht mal irgendwo, also wirklich treffen oder so regelmäßig, dann machen die gar nicht zusammen. Ja, aber es ist auch nicht irgendwie eine Feindschaft zwischen den beiden? Gar nicht. Das auch nicht? Nein. Ja. Also, nun ist es passiert. Ja. Dennoch finde ich, muss man immer wieder sagen, dass wir alle wissen so viel über Verhütung. Ja. Und eigentlich darf das nicht passieren. Und das darf schon gar nicht in eurem Alter passieren. Ja, eigentlich nicht. Ja, da gibt es dann hält doppelt gemoppelt vielleicht besser, wenn das Mädel die Pille nimmt, okay, dann sollte man sich vielleicht aber auch nicht darauf verlassen und trotzdem auch noch Kondome nehmen. Weil das ist natürlich für euer Alter schon eine dramatische Situation, finde ich. Wenn man da ein Kind bekommt. Wie auch immer man sich entscheidet. Leicht ist es auf keinen Fall. Ja, das ist nicht. Hat man natürlich auch schon daran gedacht, abzutreiben. Ja. Weißt du, Patrick, dazu kann ich nichts sagen. Ich finde, das ist so eine komplizierte Entscheidung. Die müsst ihr zusammen mit den Eltern und gegebenenfalls auch mit einer Beratungsstelle besprechen. Bitte? Vielleicht auch mit unseren Eltern hin. Ja, deswegen ist mein Rat wirklich ganz dringend an dich, sage ich nochmal, versuch deine Freundin auch zu überzeugen, jetzt an diesem Wochenende noch mit den Eltern zu sprechen. Und dann muss man die nächsten Schritte überlegen. Ich möchte dir jetzt aber auch noch gerne meine Psychologin geben. Dann kann die dir auch noch ein paar Worte sagen, wie das vielleicht dann auch mit den Beratungsstellen geht. Ja, okay. Einverstanden? Dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und gibt dir dann noch so ein paar Telefonnummern durch. Ja. Ja? Ich wollte noch sagen, dass deine Sendung wirklich toll ist. Dankeschön, Patrick. Danke für deine Hilfe. Dankeschön. Dann legst du auf und wir rufen zurück. Okay, vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. So, dann machen wir nochmal einen Versuch mit Johanna. Hallo Johanna. Hallo. Da sind wir wieder. Mann, da ist aber irgendjemand gegen uns, ne? In der Technik. Der Technik Gott. Also, wir waren so weit, dass du mir erzählt hast, dass dein Papa Alkoholiker ist.
dass der schwer verunfallt ist. Also ganz schwer nicht, aber die Treppe runtergefallen, ne, hast du gesagt. Ja, und der war da 2-3 Minuten lang bewusstlos gewesen, war alles nicht so schön gewesen. Ja, hat sich aber nichts weiter Schlimmes getan. Ach, überall blaue Flecken im ganzen Körper, schwere Gehirnerschütterung, aber nichts Großartiges. Okay, nichts gebrochen und er ist jetzt wieder zu Hause. Und ist auch einsichtig, das heißt, er hat erzählt, er hat auch gesagt von sich, dass er Alkoholiker ist und gibt zu, dass er die letzten 6 Monate eigentlich permanent besoffen war. Das gibt er zu, ja. Mhm. Ist er denn jetzt auch bereit, in eine psychosomatische Klinik zu gehen, zu einem Entzug zu gehen, etwas dagegen zu tun? Ja, er ist bereit dazu, aber wir haben uns auch schon ein bisschen erkundigt. Also wir haben ihn dazu gebracht, dass er am Montag gleich zu seinem Hausarzt gehen soll und sich halt einweisen lassen soll. Ja. Aber er ist halt, hat halt gesagt, ach, maximal würde er nur 4 Wochen gehen. Länger würde er nicht machen und er hat dann auch noch so gesagt, er würde halt am liebsten nur im Krankenhaus einen Entzug machen, weil das ja nur 6 Tage dauert und dann wäre ja alles in Ordnung. Mhm. Ich glaube, er spielt das auch so wahnsinnig runter, er ist sich auch der Bedeutung nicht bewusst. Scheint mir auch so, klingt so, wie du es beschreibst. Aber wenn er schon mal bereit ist, zu seinem Arzt zu gehen, ist das ja ein guter Schritt. Der Arzt kann ihm das ja... aber auch nur, weil meine Mutter ihn sehr dazu zwingt. Das ist eine gezwungene Freiwilligkeit, sagen wir mal. Na gut, aber du meinst schon, dass er hingehen wird. Ja, er wird es, wo meine Mutter ihn hinschleift. Dann ist natürlich ganz entscheidend, wie überzeugend der Arzt ist. Und wie ernst dein Vater den Arzt nimmt. Der Arzt ihm das wirklich so klar machen kann, wie ernst es offensichtlich zu sein scheint. Und er dann selbst, er muss ja selbst die Entscheidung treffen, was er will. Und vorausgehen muss eine Einsicht, was mit ihm los ist. Ja, und ich glaube, die ist so halbherzig bei ihm, nicht wirklich ernst. Ja. Hast du denn irgendeine Idee? Du sagst, du lebst noch im Hause deiner Eltern. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen großen Bruder, aber der ist nicht zu Hause, weil der studiert worden ist. Ja. Hast du denn eine Spekulation, warum der Vater trinkt? Hat er große Probleme, die du vielleicht auch wahrnimmst? Also ich weiß nicht. Also ich denke mal einfach, dass ihm sein Leben entglitten ist. Inwiefern? Also da gab es Probleme in der Arbeit, Rationalisierung, die Firma lief nicht mehr so gut und dass das ihm halt alles vielleicht ein bisschen sehr zu schaffen gemacht hat, dann war ich ein bisschen krank gewesen. Was hast du gehabt? Probleme. Hast du was Gravierendes gehabt? Ja, ich habe eine chronische Darmerkrankung und das hat ihn halt ein bisschen zu schaffen gemacht, denke ich mal. Und dann Eheprobleme, sagst du? Ja, auch. Hm. So, das sind ja schon 3 große Themenbereiche, die natürlich einen Menschen umhauen können. Das glaube ich auch. Ja, es ist jetzt ganz wichtig, Johanna, eigentlich muss man jetzt erstmal den Termin bei dem Hausarzt abwarten. Mhm. Was für ein Verhältnis hat er zu dem Hausarzt, zu eurem Hausarzt? Das kann ich gar nicht sagen. Ja. Er war da auch nicht so häufig, von daher weiß ich auch nicht, wie er zu dem steht. Ja. Geht er dort alleine hin oder mit deiner Mutter zusammen? Mit meiner Mutter oder mir zusammen. Das haben wir noch nicht entschieden, wer da jetzt mitgeht. Ja. So, dann würde ich erstmal diesen Termin abwarten. Vielleicht gelingt es ja in dem Gespräch noch mehr an ihn ranzukommen. Wenn das nicht gelingt, das ist ein großes Problem bei Alkoholikern. Man kann Alkoholikern sehr schwer helfen, wenn sie nicht bereit sind, sich helfen zu lassen, weil die machen einfach zu. Und oftmals sehen dann Freunde oder Verwandte die Menschen wirklich immer weiter absinken, in die Gosse sinken und man kann eigentlich gar nichts dagegen tun. Aber soweit ist es noch nicht. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Warte doch mal bitte den Termin am Montag ab. Ja. Und je nachdem, was du für einen Eindruck hattest, dann mailst du uns bitte am Montag nochmal und dann treten wir nochmal in Kontakt. Entweder im Rahmen der Sendung oder auf jeden Fall durch einen Psychologen von mir. Okay. Ja, so könnte ich dir eine kleine Hilfe anbieten. Weil alles darüber hinaus wäre jetzt zu spekulativ, was man so tun könnte. Der Montag ist wichtig. Okay. Sollen wir es so machen? Du hast ja unsere Mailadresse, dann meldest du dich und wir werden uns auf jeden Fall dann mit dir in Verbindung setzen, wenn du das möchtest.
Ja, das wäre schön. Das machen wir, Johanna. Dann drücke ich die Daumen für dich und deine Familie und wünsche alles Gute dann auch für den kommenden Montag. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr gerne mit mir hier sprechen wollt, live im Radio bei 1 Live, im WDR Fernsehen oder bei 1 Festival. Der nächste Anrufer ist Michel, stimmt das? Michel? Ja, Michel. Michel. Wie alt bist du, Michel? 17. Michel, 17 Jahre alt. Um was geht's bei dir? Um meine Mutter. Ja. Also sie ist jetzt von Donnerstag auf Freitag ins Krankenhaus gekommen, weil sie 3 Schlaganfälle hintereinander jetzt hatte, also die Nacht über. Jetzt in den letzten Tagen? Nein, jetzt in der Nacht. In der Nacht? Ja, also sie ist im Moment auf der Intensivstation noch. Also in der letzten Nacht hatte sie das? Ja. Wie alt ist sie? 47. Und hat 3 Schlaganfälle hintereinander bekommen? Ja, das war erst am Donnerstag, also stand sie war den ganzen Tag schon ziemlich kaputt und müde. Und dann stand sie in der Küche und dann hat sie einen Schwächeanfall bekommen, also sie ist also zu Boden gefallen. Dann hat mein Vater auch gefragt, was ist los, und dann meinte sie, dass sie nur ein Kreislaufproblem hätte oder es gleich wieder geht. Und war sie auch wieder normal, dann haben wir noch geredet und dann dachte ich mir auch nichts dabei. Und dann war es mich ins Bett gegangen. Und dann habe ich gegen 1 Uhr meinen Vater geweckt, weil er nicht mehr weiter wusste, was er jetzt machen soll. Und dann bin ich ins Schlafzimmer gelaufen und da lag meine Mutter halt im Bett. Und sie war nicht mehr ansprechbar und sie hatte die Augen auch nur halb geöffnet und dann hatte sie auch Schaum im Mund und hat noch ganz schwer geatmet. Und dann wusste mein Vater nicht, was wir machen sollen. Dann habe ich sie jetzt auf die Seite gelegt und dann einen Krankenwagen angerufen. Und dann kam er halt auch und meinte, er ist so ein Krampf her und dass nichts weiter wäre und sie hatte aber einen ziemlich hohen Blutdruck und dann ging es auch eine Zeit lang wieder und dann haben sie ins Krankenhaus gefahren und ist mein Vater hinterher gefahren und dann konnte ich die Nacht natürlich nicht schlafen und morgens habe ich halt meinen Vater geweckt, der lag dann hier unten in der Stube und dann habe ich ihn gefragt, was jetzt mit Mama sei und meinte er, dass es irgendwie ziemlich ernst sei mit ihr, dass sie halt noch 2 weitere Schlaganfälle bekommen hat. Ach, die hat sie dann auch noch im Krankenhaus bekommen? Ja, im Krankenhaus hat sie die noch bekommen. Und jetzt liegt sie auf der Intensivstation und sie hat irgendwie Blutung im Gehirn und sie wissen gar nicht, wie sie das heilen sollen. Also die geben ihr irgendwie Medikamente im Moment, um das abzubauen. Aber warst du denn heute bei ihr? Nee, ich bin ja noch unter 18, ich darf ja nicht auf die Intensivstation. Ach so, das darf man nicht, wusste ich gar nicht. Nee. Aber dein Papa war da? Ja, genau. Ja, bist du das einzige Kind? Nee, ich habe 2 Schwestern, die sind jünger als ich. Wie sind die? Jünger als ich. Wie jünger als du? Wie alt sind die? 15 und 12. Und jetzt managt ihr den Haushalt erstmal alleine? Heute, gestern. Du hast natürlich irre Angst um deine Mutter. Na klar. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Dein Vater war heute da. Sicher hat dein Vater doch auch natürlich mit den Ärzten gesprochen, die deine Mutter behandeln. Haben die eine Prognose gesagt? Sie meinten auf jeden Fall, dass es... Also sie haben erstmal den Kopf heute geröntgt, die wussten gestern noch gar nicht, was war und dann haben sie den Kopf geröntgt und haben sie es halt gesehen, dass es ziemlich eine Anstrengung war und sie meinen, dass es schon länger sein muss und dann habe ich auch heute von einer Freundin von meiner Mutter erfahren, dass sie schon seit 5 Tagen oder so über Kopfschmerzen an der Schläfe klagt. Ach so, da hat sich das angekündigt. Sturz passiert sein oder so. Und dann haben die halt gesagt, dass sie jetzt noch mindestens 2 Wochen auf der Intensivstation liegen muss. Und mein Vater war ja auch bei ihr und hat auch versucht, mit ihr zu reden, aber sie kann halt nicht reden. Ist sie denn beim Bewusstsein? Nee, also sie versucht zu reden, aber sie kann es ja nicht. Also er hat irgendwie mit ihr geredet, aber er hat sie nur geweint und sie kann sich auch nicht bewegen richtig, weil ihre linke Seite irgendwie gelähmt ist im Moment. Ja. Also das ist eine schlimme Sache, die da passiert ist. Ja. Das kann ich verstehen, dass du natürlich sehr, sehr, sehr in Sorge bist und Angst um deine Mutter hast. Schafft ihr das denn jetzt zu Hause überhaupt? Also mein Vater, der ist ziemlich fertig, weil es ist ja schon seit längerem so, es gibt ja mehrere Probleme so in der Familie. Ach so. Also die beiden wollten sich gerade scheiden auch. Und das auch noch? Ja, und er hat auch finanzielle Probleme. Und das. Und du fühlst wahrscheinlich jetzt auch die Verantwortung für deine Geschwister, für die kleinen Geschwister? Mein Vater, der ist überhaupt nicht ansprechbar, also der weint vor mir und das ist sehr schlimm. Ja. Gibt es denn sonst einen Verwandten oder eine Verwandte, die sich auch noch um euch und deine Mutter kümmern kann? Also meine Oma kommt halt jetzt unter der Woche jetzt, also nächste Woche dann zu uns. Ja.
Weil meine Mutter wird wahrscheinlich, also die meinten, dass sie mindestens 6 Wochen da drin bleiben muss im Krankenhaus, weil ich ja. war länger. Ja. In der Reha danach auch. Und das dauert dann auch noch eine ganze Zeit, ja. Nun kann man ja vielleicht hoffen, dass deine Mutter ist ja dann relativ schnell ins Krankenhaus gekommen. Naja. Also. Aber sie ist auf jeden Fall in Behandlung gewesen, nachdem die weiteren Schlaganfälle eingetreten sind. Ja, das wäre wahrscheinlich viel schlimmer gewesen, wenn sie zu Hause oder irgendwo gewesen wäre. Ja. Sodass man jetzt die große Hoffnung hat, dass wenn sie jetzt richtig intensiv medizinisch gut behandelt wird, und da gehen wir mal von aus, ja. dass sie vielleicht jetzt einen schweren Weg vor sich hat, der auch eine Weile dauert, aber dass sie eine Chance hat, sich wieder zu berappeln. Es gibt ja viele Menschen, die Schlaganfälle haben, schwere Schlaganfälle hatten, wo es auch ganz, ganz böse aussah, wo man auch schon Angst hatte, dass sie sterben würden. Aber die haben es geschafft. Auch ältere Leute, viel ältere Leute. Deine Mutter ist ja noch gar nicht alt. Ja, naja, sie ist sowieso auch ziemlich geschwächt, weil sie hat eigentlich auch ein ziemliches Alkoholproblem gehabt vorher. Ah ja, das kommt auch noch hinzu. Und jetzt hat sie ja, also jetzt hat sie ja gar kein Alkohol, das ist der Körper, der reagiert jetzt auch ganz anders jetzt. Mhm. Geschwächt. Hat dein Vater, weißt du das, hat dein Vater das den behandelnden Ärzten gesagt? Ja, ich habe ihm extra nochmal gesagt, dass er es denen sagen muss, auch wegen den Medikamenten und so. Unbedingt, ja. Das muss ihn auch darauf angesprochen werden. Ja. Mhm. Mhm. Was für ein Verhältnis hast du denn zu deiner Oma? Ja, ein gutes. Gutes. Das heißt, also das ist schon dann toll und für dich auch hilfreich, wenn die Oma dann kommt. Ja, aber sie hat ja auch, also sie ist ja auch nicht mehr die fitteste so. Ja. Also. Ist denn geplant, dass sie dann erstmal ein paar Tage bei euch bleibt? Ja, weil das ist noch gar nicht geplant. Wir wollen jetzt erstmal abwarten. Ja. Also das Wochenende, weil. Ja. Da ist ja mein Vater auch zu Hause. Diese ja. Woche arbeitet er ziemlich lang. Ja. Also der Vater hat schon voll seinen Job und ist tagsüber nicht zu Hause eigentlich. Ja, also kommt abends meistens erst gegen 10 nach Hause oder so. Wie nehmen die kleineren Geschwister denn das jetzt auf? Ja, also meine Schwester, die war heute, also die hat die ganze Zeit darüber nachgedacht und. Also ich weiß nicht, sie saß die ganze Zeit im Zimmer und hat überhaupt nichts gesagt dazu. Und meine mittlere Schwester, die 15-Jährige, die verdrängt das irgendwie alles. Sie redet darüber nicht. Und ja. Du kannst es ihm ja anbieten. Du kannst es ja anbieten, wenn sie reden möchte, dass sie auf jeden Fall sprechen soll. Weil das wird ihr helfen. Hab ich auch schon. Ja. Ist denn das Verhältnis zwischen euch Schwestern ganz okay oder eher auch ein bisschen angespannt? Ja, das war früher angespannt, aber jetzt auch durch die Sache mit meinen Eltern, mit dem Alkohol und so. Sind wir schon ziemlich zusammengeschweißt. Ah ja, das ist schon mal ganz gut, dass ihr euch gegenseitig dann vielleicht auch ein bisschen helfen könnt. Auf jeden Fall, dass man quatscht miteinander. Das ist immer ganz wichtig, dass man redet. Ja. Michelle, ich drücke dir wirklich die Daumen, oder besser gesagt deiner Mama die Daumen, dass sie sich jetzt in den nächsten Tagen fängt. Und dann, wie gesagt, bestehen gute Chancen, dass sie wieder auf den Damm kommt. Ja. Dann kommt natürlich eine Reha-Maßnahme und das ist alles mühselig. Aber wie gesagt, es gibt so viele Menschen, auch Ältere, die das schaffen und die dann auch wieder richtig am Leben teilhaben können. Ja, aber die meinen auch im Krankenhaus, dass wegen dem Blut im Gehirn, dass da irgendwie Zellen also auch absterben und dass sie nicht wissen, ob das danach irgendwie, also die meinen, dass auf jeden Fall Schäden haben würden. Die wissen nicht, ob sie dann halt geistig behindert wird. So, weil ja, schon. Ja. Also die Sorge ist groß und die Situation ist sehr ernst. Ich will es auch nicht schönreden, aber man sollte vielleicht auch immer so noch die in erster Linie die Hoffnung sehen. Noch wissen wir nicht richtig, was letztendlich dabei rauskommen wird in den Endfolgen der Erkrankung. Die Hoffnung besteht, dass sie einigermaßen wieder stabil wird. Ja. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter oder auch den anderen Mädels und deiner Mutter? Also, ich habe eigentlich nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter vorher gehabt, weil, also ich habe mich ja ziemlich immer mit ihr gestritten, auch wegen dem Alkohol, weil ich das nicht okay fand. Also sie wusste ja selber, dass sie ein Problem damit hat, aber sie hat sich irgendwie geweigert. Ja. Wegen meinem Vater auch, weil sie meinte mir, ja, also entweder gehen oder und Pflege in ihm und wenn er gehen würde, dann würde alles wieder besser werden. Und sie haben mich immer ziemlich oft gestritten, weil sie meinte auch, dass ich sie kontrollieren würde. Und Aber du hast es ja nur gut gemeint. Ja. Wie lange geht denn das schon mit ihrem Alkoholproblem? Ja, also seitdem mein Vater halt fremdgegangen ist, seitdem die halt so Streit haben, seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren. Das war schon ziemlich heftig. Also ich trinke irgendwie 1,5 Sektflaschen so am Tag und ja. Das war schon morgen vorm Frühstück. Ja. Weißt du, ich glaube ja, auch wenn ihr ein bisschen Streit hattet in der letzten Zeit, der Streit rührte ja einmal daher, dass du letztendlich ihr Gutes wolltest.
glaube ich ja, dass sie tief in ihrem Herzen natürlich ihre Kinder und auch dich sehr lieb hat. Ja, klar, aber... Und ich glaube, dass so etwas auch für einen schwerkranken Menschen was ganz Wichtiges ist. Denn da sieht sie einen Sinn, wofür sie leben soll und wofür sie wieder gesund werden soll, nämlich für ihre Mädels. Wenn auch die Ehe schon nicht mehr funktioniert, aber sie will ja für euch da sein. Und ich glaube, dass ihr, obwohl ihr im Moment gar nicht da seid, aber in ihrem Kopf seid ihr, in ihrer Erinnerung, ja, ihr ganz viel Kraft gibt, dass sie wieder auf die Beine kommt. Also die Ärzte meinten, dass wir ihr eigentlich nur helfen können, indem wir ihr Anreiz zum Nachdenken halt geben. Ja. Und haben uns aber nicht so Sachen halt, also mein Vater erzählte ja auch schon mal ganz viel, was zu Hause so ist. Und genau. Haben uns auch schon überlegt, dass wir irgendwie so ein Diktiergerät halten und was raussprechen, jeden Tag, was wir so machen. Genau, genau. Und sich dann wieder an uns erinnert. Und es müsste doch auch irgendeine Möglichkeit mehr geben. Ich meine, Gott, du bist 17 Jahre alt, dass du da auch mal auf die Intensivstation kannst. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt möchte. Mhm. Also ich sehe sie an den Schläuchen und... Ja, das ist dann... Ich habe schon gesehen, wie sie da im Bett lag und das war irgendwie schon zu viel für mich. Ja. Andererseits, es ist ein harter Anblick. Aber man kann auch Gutes tun damit. Nämlich, dass wenn sie das dann registriert, dass du da bist, wenn du sie vielleicht mal streichelst, ist das vielleicht eine tolle Medizin für sie. Ja. Ich weiß, das ist kein schöner Anblick, aber da muss man dann vielleicht auch durch und das dann für die Mutter tun. Ja. Also wenn man dich da reinlässt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass das nicht gehen soll, dann würde ich schon an deiner Stelle mal auf die Zähne beißen und ja, ich gehe da mal mit hin. Ja. Dann freut sie sich. Ich hoffe. Liebe Michelle, du bist sehr traurig. Ja. Das verstehe ich auch. Das wäre ich an deiner Stelle auch. Wir können ja nicht so ganz lange hier reden in dieser Sendung. Deswegen möchte ich dir anbieten, dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin, da kann sie auch noch einige Sachen mit dir besprechen. Okay. Ja, dann leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Und okay. Ich wünsche von Herzen deiner Mama alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Michelle. Tschüss. Jasmina, 19 Jahre alt. Hallo, Jasmina. Hallo? Jasmina ist nicht hier. Ja. Doch, da ist sie. Ja. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Jasmina. Ja, genau, Jasmina. Und das Alter ist 19, ne? Nee, 18. 18. Ja, genau. Also was ich schon erstmal vornherein sagen wollte, die Geschichte von Grad hat mich jetzt echt sehr mitgenommen. Mhm. Ja, das tut mir echt leid für die Michelle. Drücken wir die Daumen alle zusammen für die Mutter, ja, von Michelle. Auf jeden Fall. Das ist echt, ich wünsche echt eine gute Besserung. Sehr nett von dir. Weswegen rufst du denn an, Jasmina? Ja, also mein Problem, es geht um mich und meinen Freund. Ja. Ja, und es ist eine schwierige Situation, weil wir sind jetzt seit 1,5 Jahren zusammen und von meiner Familie weiß es halt nicht jeder direkt. Also meine Mutter weiß es nicht, dass ich einen Freund habe und von seiner Familie natürlich auch nicht. Und warum natürlich? Ja, was heißt natürlich, also wir kommen beide aus einer islamischen Familie. Ja. Und das ist da halt nicht so direkt normal, dass man da einen Freund oder Freundin hat. Wie alt ist denn dein Freund? 26. 26. Ja. Ja. Warum ist es nicht normal, dass man einen Freund hat? Ja, was heißt nicht normal, aber man sollte einfach erstmal so, bei uns ist das halt so, dass es sich nicht so gehört, dass man da noch einen Freund hat, weil man da einfach direkt was Falsches denkt. Man sollte erstmal also direkt heiraten. Ach so, also im Prinzip nimmt man den Freund, den man hat, das wird dann auch der Ehemann werden. Ja, was ich bei mir jetzt natürlich auch hoffe, ja. Aber du bist erst 18. Da liegt ja, ich noch will viel. Aber so, ja, aber ich will ja nicht mehr diese ganzen Lügerei, weil ich muss mir jedes Mal lügen. Ja. Und Versteckerei und Verheimlichen. Ja. Das will ich einfach. Also das Ganze läuft jetzt seit 1,5 Jahren fast geheim. Ja. Kann man so sagen. Wo trefft ihr euch denn dann? Zum Beispiel. Wir treffen uns natürlich so, aber wenn ich jetzt natürlich rausgehe, dann sage ich meiner Mutter natürlich nicht die Wahrheit, ich sage hier was anderes. Ja. Und das geht auf Dauer halt nicht mehr so lange, weil... Nee, das ist absolut nervig, wenn man das so lange macht schon. Ja, und ich habe selber eigentlich das Gefühl damit. Ja, aber wenn ihr euch nicht bei dir treffen könnt, nicht bei ihm treffen könnt, ihr könnt ja nicht immer draußen rumlaufen, im Café sitzen. Ja, im Café, doch, das machen wir aber. Das macht ihr. Ja. Und das ist halt auf Dauer nicht so toll. Wir haben jetzt schon darüber so geredet, dass wir also eine Lösung finden sollten. Das Problem ist einfach an der ganzen Sache, wir wollen ja so gerne so schnell wie möglich heiraten. Ja. Eigentlich. Ich möchte sehr gerne so jetzt am liebsten heiraten, aber es geht halt noch nicht. Ja.
Weil erstens wegen meiner Mutter halt. Sie ist krank und ich bin hier alleine zu Hause. Also ich bin verantwortlich. Also ich helfe ihr sehr viel. Mhm. Ich habe zwar noch zwei jüngere Geschwister, Brüder, aber ich tue halt meiner Mutter sehr viel helfen. Ja, und dein Vater, wo ist der? Ja, ich habe keinen Vater mehr. Der ist vor 4 Jahren gestorben. Ach so, naja, das tut mir leid. Ja. Ja. Und deine Mama ist auch krank und du hilfst ihr sehr im Haushalt und alles, ja, was man also so machen muss. Ich mache eigentlich alles. Ja. Ist der jetzige Freund, mit dem du zusammen bist, ist das dein erster Freund? Nein, das ist mein erster Freund. Du hattest schon auch Beziehungen vorher? Ja, zwei. Zwei. Zwei feste Beziehungen, aber ja, da wusste halt auch keiner was davon. Das war alles, wie gesagt, heimlich. Ja. Wenn du denn jetzt dein, ich muss mal fragen, was für eine Krankheit deine Mutter hat. Also die ist, die hat Diabetes und die hat Parkinson. Und Händen, so zittert. Ja. Und ist halt sehr schwer krank. Also das ist natürlich ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, dann wenn man, normalerweise würde ich, sage ich ja immer, man muss den Eltern viel zumuten. Die müssen das halt hinnehmen, wie man als junger Mensch leben möchte. Aber in so einem Fall ist es sehr schwierig. Weil wenn deine Mutter sich sehr aufregt, kann sich natürlich der Gesundheitszustand gleich rapide verändern. Genau. Und Das ist auch so. Wie gesagt, ich helfe ja auch sehr viel im Haushalt. Und wenn ich ihr jetzt sagen würde, ja, ich will mich jetzt verloben oder verheiraten, also heiraten, dann wird sie wahrscheinlich sagen, nee. Was würde sie denn sagen, wenn du ihr nur erstmal erzählen würdest, ich habe einen Freund? Nein, das kann ich ja nicht. Was wäre dann? Ich weiß nicht, das habe ich ja noch nie erlebt, aber das kann ich nicht, das geht nicht. Die wird das nicht wollen. Weil das nicht. Nee, sie wird was dagegen haben. Weil du auch noch zu jung bist vielleicht, oder? Ja, auch. Das. Weil sie Angst hat, dass sie mich dann so verlieren könnte. So schnell. Ach so, weil für sie wäre das dann völlig klar, wenn du sagst, ich habe einen Freund, dann würdest du auch bald heiraten und dann wärst du weg. Genau. Mhm. Mhm. Dann wird sie natürlich Angst haben, mich so verlieren, so schnell. Ja, eine schwierige Situation, in der du ja, dann lebst. Ja, auch eine sehr, sehr schwierige Situation. Auch von meinem Freund aus die Seite, also von seiner Seite aus geht es auch sehr schwer, weil er hat auch einen Vater, also er hat zwei Elternteile noch. Ja. Der Vater ist auch sehr, sehr schwer krank. Ja. Und er will auch für ihn da sein. Und er kann auch nicht einfach so heute auf morgen, meint er, so jetzt irgendwie heiraten, weil das geht nicht. Wir haben beide einfach. Ich fände ja gut, wenn ihr eben auch nicht jetzt von heute auf morgen heiraten würdet, sondern wenn ihr euch einfach noch eine Weile sehr gut kennenlernen könntet. Und über Heirat kann man in ein paar Jahren sprechen. Aber aber das ist einfach, was mich einfach dabei in der ganzen Sache stört, das, was wir tun, ist halt in unserer Religion unehrlich. Mhm. Und das will ich einfach nicht mehr, weil das auf Dauer nicht so gut ist. Das heißt? Das heißt, du überlegst, dich von deinem Freund zu trennen? Nein, überhaupt nicht, nein. Ich weiß ja nicht, was ich ja machen soll. Ich will ich will auf jeden Fall mit dir zusammenbleiben. Weißt du, Jasmina, mit den Religionen ist das immer so eine Sache. Solche Interpretationen gibt es und gab es im Christentum auch immer wieder. Ja. Und dann kann man sagen, ist es eine Tradition oder ist es Gottes Wille? Also so, und da sagen viele Leute, Gottes Wille ist auch ganz anders. Gott freut sich, wenn Menschen sich lieben. Ja, natürlich, das ist ja nicht verboten, aber man sollte halt heiraten, um das alles in einer ehrlichen Beziehung zu machen, wenn man sich jetzt trifft. Wir treffen uns ja nicht einfach so und gehen ja Kaffee trinken. Natürlich, wenn sich zwei Menschen lieben, da tut man auch andere Dinge, die man... Also ihr habt auch schon miteinander geschlafen? Nein, das haben wir nicht. Das habt ihr noch nicht? Nee. Ja. Ist das auch sowas, was so in der Luft liegt, wo du auch so vielleicht ein bisschen Druck von deinem Freund verspürst, dass er das gerne möchte? Ja, natürlich, der hat ja das Bedürfnis ja danach auf jeden Fall. Ja. Hast du denn schon? 26. Ja, klar, na sicher. Hast du denn schon mal mit einem Mann geschlafen? Nee. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Mhm. Jetzt hast du wahrscheinlich schon in allen Varianten darüber nachgedacht, was jetzt weiter passieren soll. Welche Variante ist dir denn, wenn überhaupt, am sympathischsten? In welche Richtung geht dein Denken so? Was eventuell, also du möchtest dich auf keinen Fall von deinem Freund trennen? Nee, so. Auf keinen Fall, nein. Du, aber ich kann auch nicht meiner Mutter erzählen, dass ich einen Freund habe. Deswegen, das ist ja das Schwierige an der Sache. Das ist die Zwickmühle. Ja. Mhm. Und du möchtest auf keinen Fall... Lügen und so. Und du möchtest auch nicht mehr, und du möchtest auch nicht mehr lügen, das heißt, so weiterleben wie bisher. Genau, das will ich einfach nicht mehr. Ich muss da irgendwie eine Lösung mit ihnen finden. Wir haben schon darüber öfters geredet, wir haben heute auch darüber geredet, aber wir sind nicht zu einer Lösung gekommen. Das ist irgendwie schwierig. Wie intensiv und wie gut ist dein Verhältnis zu deiner Mutter?
Oh. Ja, das ist so eine Sache für sich. Ach so. Also du würdest jetzt auch nicht spontan sagen, das ist ein super enges Verhältnis. Ein super gutes Verhältnis. Ja, das ist ein schwieriges Verhältnis. Ein schwieriges Verhältnis. Mhm. Ja. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt das daran, weil sie wirklich einfach nur Angst hat, dass sie mich verliert. Deswegen, ich weiß nicht, sie ist einfach manchmal auch total scheiße zu mir. Mhm. Weißt du, Jasmina, wenn du das so aufzählst, ich will mich nicht von meinem Freund trennen, ich will nicht weiter lügen. Ja. Ich kann das meiner Mutter nicht zumuten. Ne? So, das hast du jetzt gerade so aufgelistet. Wo ist die Lösung? Wo ist eventuell ein kleiner Ansatz für eine Lösung? Ich finde auch gut, wenn man nicht mehr lügen muss. Ja, das ist auch nicht gut. Das ist das Allerschlimmste, was man sich und anderen antut. Genau. Also, man wenn hat du aus einfach ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit. Definitiv. So, wenn du jetzt versuchen würdest, aus dieser Lügenwelt etwas herauszutreten, ich sage jetzt mal was Provokantes, du wirst gleich sagen, nein, 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 das geht nicht, aber ich sag's trotzdem. Ja. Ich beziehe durchaus auch ein, dass deine Mutter sehr krank ist. Ja. Dennoch überlege ich gerade, wenn du sie sehr, sehr schon darauf vorbereiten würdest, dass du nur einen Freund hast. Ja. Und dabei aber gleich sagst, das heißt noch nicht, dass ich dich verlasse und ich bin für dich da. Ja. Ich würde dir ja sowieso raten, weil du noch so jung bist, dass du noch nicht heiraten sollst, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ja, ich bin ja auch noch jung. Ja, definitiv. Dann wäre so ein ganz kleines Ventil geöffnet, was deinen Druck etwas mildern könnte in der Familie. Ich könnte mir vorstellen, wenn du da nicht mehr so lügen müsstest vor deiner Mutter, wäre dir schon sehr viel geholfen. Ja, ist ja auch eigentlich so. Aber ich habe Angst davor, dass wenn ich ihr das sage, die wird dann vielleicht was Falsches denken halt. Wenn ich mich halt, die wird bestimmt denken, ja, wenn die sich jetzt mit dem trifft, was könnte da passieren? Was würden die denn machen? Und das will sie ja nicht. Das ist ja eigentlich dann erklärst du ihr erstmal ganz einfach, was ihr so macht, wenn ihr euch trefft. Ja. Bisher ist ja noch nicht viel passiert. Ich kann dir aber auch nicht dann ins Gesicht sagen, ja, hör mal, Mama, das ist für mich schwierig, das ist ja das. Ja, ich treffe mich mit dem und wir knutschen auch und wir machen mal manchmal rum. Ja, das geht ja nicht. Nee, wenn sie, solange sie nicht fragt, musst du es ja auch nicht sagen. Und ja, was sie wird sie das sich auch denken. Ja, und wenn sie es denkt, dann soll sie sich denken. Dann ist es halt so. Das sind die kleinen Schritte. Das ist ja, aber was heißt denn Falsches? Entschuldige mal, Jasmina, du bist eine junge Frau von 18 Jahren, die Bedürfnisse hat und die kann auch knutschen. Ich weiß, dass es natürlich in gewissen Traditionen nicht angesagt ist, aber wir leben nun mal in dieser Zeit und in diesem Land und du hast auch deine Bedürfnisse. Ja, habe ich auch. So, und da muss man eben auch vielleicht die Leute, die sehr traditionell denken, so ganz vorsichtig, liebevoll dahin führen. Nur so geht es, nur so geht es. So haben es Generationen von jungen Leuten gemacht, in deinem Kulturkreis und natürlich auch im christlichen Kulturkreis. Hm. Die Probleme gab es und gibt es ja überall. Ja, weiß ich. So, und man kann sich als junger Mensch, gibt es immer nur die Möglichkeit, dass man, wenn auch millimeterweise, wenn man versucht, sich zu emanzipieren davon. Das ist immer verbunden mit Stress und immer verbunden mit auch Gegendruck von der anderen Seite, aber das muss man aushalten, sonst wird man nicht frei und du möchtest ja eine freie junge Frau sein. Ja, ich möchte einfach mal ehrlich und immer versteckt mit meinen Freunden was. Ja, genau, sein. Ganz genau. Deswegen wäre da auch nicht so in der Öffentlichkeit, das ist ja auch schon schwierig, dass mich irgendjemand sieht, ja. Brüdern oder so. Furchtbar. Das geht ja nicht, ich muss immer aufpassen und gucken und ja, hier aufpassen, da gucken, weil sieht mich hier der Freund von meinem Bruder und dann wird das mir sagen. Ja. Und so weiter, dann will ich Ärger kriegen, ja, das also, ist einfach. Mein Rat wäre, von außen, von weit, als fremder Mensch, erscheint mir das die klügste Vorgehensweise zu sein, dass du das vorsichtig an deine Mutter heranträgst. Oh, ich traue mich aber nicht. Musst du nicht trauen. Ich glaube, letztendlich ist es für dich ein großer Erfolg hinterher. Du wirst froh sein, wenn du es gemacht hast. Und das ist ein großes Erfolgserlebnis auch für dich, nämlich hin zu einer Eigenständigkeit. Und im Moment lebst du ja nur so, wie andere es von dir wollen. Du sollst ja so leben, wie du es gerne möchtest. Das ist ja, aber das ist einfach nicht immer so leicht. Ich weiß. Müssen wir nicht reden. Ich würde dir so gerne leben, wie ich es will, aber es ist einfach schwierig. Ja, aber da musst du die ersten kleinen Millimeterschritte machen, Jasmina. Das kommt nicht von allein. Das musst du dir erkämpfen. So ist es. Liebe Jasmina, wir müssen leider Schluss machen.
Aber ich habe dir, glaube ich, so grundsätzlich meine Auffassung gesagt. Das musst du natürlich so überlegen, wie du das, was du daraus machst. Aber wir haben einfach mal drüber gesprochen, das ist ja auch wichtig. Ich finde das auch gut, dass ich darüber mal auch so sprechen konnte. Ja. Liebe Jasmina, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hermann ist hier und Hermann ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Hermann, schön, dass du da bist. Jürgen, ich wollte dir erzählen, was ich heute Morgen für einen dicken Hals gehabt habe, wie ich die Zeitung aufgeschlagen habe. Was hier in Deutschland abgeht, das ist nicht mehr schön. Was meinst du denn damit? Einmal gestern das Bundessozialgericht, 345 Euro für Hartz-IV-Empfänger ist genug. Mhm. Und dann heute Abend die Staatsanwaltschaft erwägt im Düsseldorfer Prozess gegen Herrn Ackermann, Herr Esser, Herr Zwickel, unser Gewerkschaftsvertreter, das Verfahren einzustellen gegen Zahlung einer Buße und die Herren kommen mit einer weißen Weste da raus. Hermann, da muss ich dir sofort recht geben. Als ich das heute Nachmittag im Radio hörte, da dachte ich auch, in was für einem Land leben wir? In was für einem Land leben wir? Wo Multimillionäre, dieser Herr Ackermann verdient im Jahr 30 Millionen Euro, der soll jetzt eine Strafe von 3 Millionen Euro zahlen und dann ist es gut. Und so ist er freigekommen. Der Esser hat bei dem Vodafone-Deal 60 Millionen Euro gemacht. Das ist also... Da kriege ich einen dicken Hals. Ja, vor allen Dingen, es wird mir auch nicht als Normalbürger, ich habe es in den Nachrichten auch vorhin verfolgt, es wird mir nicht verständlich erklärt von der Staatsanwaltschaft, warum das jetzt so sein soll. Wenn das ärmere Menschen wären, würde das natürlich nie im Leben so gehen. Genau, so. Und diese Strafe, das ist ja keine Strafe. Und das, was diese Leute lachen doch über diese Beträge. Was sind 3 Millionen Euro für einen Mann, der vielleicht 100 Millionen auf dem Konto hat? Oder weiß ich was? Ich weiß es nicht. Aber es sind ja unglaublich reiche Leute. Ja. Wir waren vor ein paar Wochen waren wir in Budapest gewesen. Da hatten die ja das Volk belogen und auch zugegeben. Ja. Parlamentarier da. Da ist Ministerpräsident. Abend vor dem Parlament ist Rambazamba. Und wir Deutschen, wir lassen alles mit uns machen. Das ist schlimm, ist das. Ja, es gibt keine Demonstrationen gegen dieses Urteil. Oder nee, es gibt ja noch kein Urteil gegen für diese Einigung, die wahrscheinlich wohl kommen wird. Letztendlich hat das Gericht ja noch nicht abgenickt, aber es scheint ja so zu kommen. Ja. Aber ich finde auch, was ist das für ein Signal nach draußen, zum Volk hin, dass die Reichsten der Reichen davonkommen mit einer für sie popeligen Geldstrafe. Ja, das ist unser Zweiklassensystem. Ne? Also mir ist es unbegreiflich. Ich verstehe das nicht. Ich bin gespannt auf die Zeitung morgen, wie die Zeitungen das irgendwie versuchen, in den Kommentaren vielleicht zu erklären oder den Hintergrund berichten. Heute habe ich es noch nicht verstanden. Nee, ich habe gedacht, da musst du den Domian mal anrufen und ich kenne ja deine Meinung auch und ich war mir sicher, dass du mir da zustimmst, dass das unmöglich ist, definitiv, was die da ausgeheckt haben in dir. Wie gesagt, das Gericht hat, wie du schon gesagt hast, noch nicht abgenickt, aber es kommt. Die kommen mit einer weißen, ungeschorenen Weste, kommen die da raus. Es wird so sein, wenn man sich so einigt, wie jetzt geplant, dass Herr Ackermann seinen Job weiterführen kann bei der Deutschen Bank, was er sonst hätte nicht tun können, wenn er als Schuldiger aus einem Vorbestrafter herausgegangen wäre. Ja, sowas kennt man aus Amerika, ne? Dass Leute irgendwie mit viel Kohle rauskommen aus. Wenn du genug Kohle hast, dann wir könnten jetzt von Höchstchen auf Stöckchen kommen, über die jüdischen Vermächtnisse und jetzt wieder dies, was sie jetzt wieder gemacht haben mit dem Geld anbieten, wenn sie WSG da auf die Landtagswahl verzichtet. Wie gesagt, wir könnten von Höchstchen auf Schlöckchen kommen. Aber du, weißt du was, ich möchte am liebsten gar keine Nachrichten mehr gucken und in der Zeitung nur noch den Sportteil lesen. Ich ärgere mich da grün und blau. Ich glaube, dass du vielen Leuten aus der Seele sprichst und das ist eine traurige Entwicklung. Das ist eine sehr schlimme Entwicklung, weil wir eigentlich ja zu unserem Land und zu unserem Staat stehen sollen. Ja. Das tun wir ja auch. Aber es kommen immer wieder... Stolzen Deutscher zusammen. Ja, es gibt immer wieder Nachrichten, wo man dann denkt, nein, so nicht. Und wenn jemand sagt, mit den 345 Euro, ich würde gerne mal, dass die Leute, die das entscheiden, das sind ja auch hochbezahlte Juristen, wenn die mal davon leben sollten, ein Jahr.
Ich habe mit einem Redakteur im Vorgespräch darüber gesprochen. Der war nicht ganz meiner Meinung. Er sagt, er wollte mir weismachen, die Herren in Berlin, die Abgeordneten, die arbeiten 16, 18 Stunden. Denen steht auch ein dolle Diäten zu. Ja. Aber da habe ich ihm erwidert, das müssen aber nicht über 600 sein, die wir uns hier leisten. Und alle arbeiten bestimmt nicht 16 bis 18 Stunden. Ne? Also, dass das Parlament kleiner sein sollte, könnte, da bin ich auch absolut deiner Auffassung. Mhm. Dass die allerdings gut Kohle verdienen sollen, das finde ich allerdings schon. Sollten sie. Das sollen sie wirklich. Und es gibt sicher Parlamentarier, die wirklich viel arbeiten. Und es richtig gibt aber auch Drückeberger. Ja, die gibt es überall. In allen Berufen und allen Sparten gibt. Also da habe ich eine ganz andere Auffassung. Ich finde gerade auch, dass die direkten Leistungsträger, Minister oder auch die Kanzlerin, dass die richtig gut Kohle verdienen sollen. Ja, aber bei den 600 sind bestimmt auch schwarze Schafe dabei. Bestimmt. Aber das kann man natürlich da nicht verallgemeinern und die haben wir überall. Na, grundsätzlich wolltest du dir mal Luft machen und hast es aufgehängt an den Beispielen, an dem Mannesmann-Prozess und den 345 Euro. Genau. Viele Leute werden so denken wie du. Viele, viele, viele Leute, glaube ich. Ja. Ich bin froh, dass ich mal durchgekommen bin und deine Sendung ist spitze. Das muss ich auch noch loswerden. Wir gucken, sind eigentlich nicht so lange immer auf. Ja. Wir zeichnen uns die auf. Und das muss ich auch nochmal und auch über den Sender sagen. Wir ärgern uns immer schwarz, wenn sie dir die Zeit klauen. Ja. Kann schon mal passieren, wenn irgendwie Sondersendungen waren, dass wir später anfangen. Ja, aber das ist zu häufig. Immer wenn du kommst, da ein paar Minuten und da ein paar Minuten, das ist unerhört. Wenn das was anderes wäre, da läuft irgendwas Dusseliges und die haben ihre Seiten und gerade so eine Spitzensendung, wie du die hast, da wird immer die Zeit geklaut. Ich freue mich, dass ich so einen netten Fan habe und so ein Fan, der immer bei uns ist oder oft bei uns ist. Hermann, danke für deinen Anruf. Jo. Und alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Edith, 33 ist hier. Hallo Edith. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Du hattest vor einiger Zeit das Thema, ich schäme mich für meine Eltern. Ja. Und darum geht's bei mir. Und zwar habe ich mich auch für meine Eltern geschämt, aber mir war es so, dass meine Eltern praktisch treu waren und das eigentlich bei mir lag. Und zwar mein Vater, der hat bei der Müllabfuhr gearbeitet und deshalb habe ich mich geschämt. Also meine Mutter, die war auch Hausfrau, also auch nichts Besonderes. Mhm. Und also mir war das immer peinlich. Ich habe dann immer gesagt, also mein Vater, der arbeitet bei der Stadt. Ach so. Und das hat dann nie so richtig gesagt. Also hast du dich geschämt, weil der Vater nicht so sozial angesehenen Beruf hatte? Ja, genau. Lebt dein Vater noch? Nee, die sind beide tot. Beide schon tot? Schon inzwischen tot. Und jetzt so im Nachhinein, wo ich erwachsen bin, also da tut mir das auch richtig leid, dass ich nicht dazu gestanden habe. Ja. Weil so Prominenz oder so, da ist das immer toll, wenn die sagen, ach, die kommen aus einfachen Verhältnissen und so. Ja. Die sagen das dann großartig. Ja. Ja, und wenn man so normal ist, normalsterblicher, dann ist das schon was anderes. Also ich habe das noch nie gesagt. Oder mein Vater, der hat dann manchmal auch was von vom Fuhrpark, so nennt man das, so mitgebracht. So zum Beispiel eine alte Wiege, kann ich mich daran erinnern, so eine Kinderwiege. Ja. Und die haben wir dann angestrichen, angemalt, nur das wollte ich dann auch nicht haben. Also er hat es quasi vom Müll mitgebracht. Ja. Er sagt dann vom Fuhrpark. Mhm. Und das fandst du dann schlimm, dass ihr dann quasi Müll zu Hause hattet? Ja, genau. Quasi. Das war jetzt eigentlich was Gutes. Was Gutes, ja, klar. Mhm. Man sagt jetzt immer auch so, dieses Geiz ist geil oder so, ne? Aber als Kind, das fand ich immer voll peinlich. Hast du das denn in der Schule auch erlebt, dass du wegen deiner Herkunft nicht so geachtet warst bei den anderen? Ja, also ich gehörte immer zu diesen Outsidern. Also meine Eltern, die waren so, dass die mir auch alles Mögliche ermöglicht haben. Also ich war auf dem Gymnasium und konnte auch studieren und so. Nur wir konnten es dann auch nicht so alles leisten, weil, also dadurch, dass sie uns alles ermöglicht haben. Wie viele Kinder waren ihr? Also mein Bruder und ich, wir waren dann zu Hause. Ja, meine Schwester, die war schon erwachsen. Ja. Die war hatte eine Ausbildung, also sie war jetzt nicht so, die ist 16 Jahre älter, dass das noch was anderes. Also mein Bruder und ich, wir konnten dann auch studieren und so, ne? Ja. Aber halt so die neuesten Sachen konnten sich meine Eltern nicht leisten. Und ich habe dann auch immer mein Taschengeld gespart, dass ich dann mir auch Markensachen kaufen konnte, weil mir das wirklich peinlich war. Also wie war das denn so mit Freunden auf dem Gymnasium?
Arbeiterkinder sind ja nach wie vor selten auf dem Gymnasium anzutreffen, ja. Dann hat man ja Freunde aus anderen Gesellschaftsbereichen. Ja, das war auch, also ein paar waren auch so mit Arbeiterkinder, also waren halt wenige, aber wir waren halt auch zusammen nur. Und die anderen, die haben so. Uns dann auch teilweise fertig gemacht, ne? Also du warst nicht befreundet mit der Fabrikantentochter oder dem Arztsohn? Nee, das war nicht. Schon, also da waren schon Klassenunterschiede. Blieb dann untereinander. Also die haben dann auch schon geguckt, teilweise auch, wenn man einen Rucksack, also das war eine Zeit lang so, dass man immer so einen Rucksack hatte und dann halt nur mit einem Träger hatte man den. Und wenn ich den normal auf hatte, weil ich auch mit dem Fahrrad zur Schule gekommen bin, dann wurde man auch angemacht, so von wegen, die ist so uncool, die weiß doch nicht mal, wie man einen Rucksack trägt. Wie lange sind deine Eltern tot? Die sind inzwischen schon 9 Jahre tot. 9 Jahre schon? Sind ja aber sehr früh gestorben. Ja. Sehr früh. Ja, und deshalb... Und beide sehr schnell hintereinander? Ja. Wann hat es denn bei dir so einen Gesinnungswandel gegeben? Wann hast du gemerkt, ich habe denen eigentlich Unrecht getan, dass ich mich für sie geschämt habe? Ja, Verstand kommt man Alter. Also das war so, als sie tot waren, da sieht man alles anders vorher. Ja. Ach so, erst nach dem Tod dann? Ja. Ja. Also richtig, also... Ja, 24 war ich, als sie gestorben sind. Und hinterher denkt man so über Kleinigkeiten nach, auch dass ich immer Streit gehabt mit Friseur, wenn ich zum Friseur wollte und meine Eltern sich halt quergestellt haben oder ich eine neue Hose brauchte und so. Als Kind reagiert man dann ganz anders. Ne? Immerhin haben sie es geschafft, euch aufs Gymnasium zu bringen? Ja, das sieht man halt oder sehe ich als erst im Nachhinein. Ne? Ja. Und deshalb wollte ich auch mal sagen, dass es auch Eltern gibt, die wirklich toll sind und wo die Kinder diejenigen sind, die sich aus falschen Gründen halt schämen. Gab es denn Situationen, an die du dich erinnerst und für die du dich dann vielleicht schämst, wo du ungerecht deinen Eltern gegenüber warst, wo du ihnen vielleicht quasi sogar das vorgeworfen hast, dass sie nur einfache Arbeiter sind? Oder so durch die Blume, dass du denen gesagt hast? Ja, ich weiß so, wenn wir irgendwie in Läden waren, die mir nicht gepasst haben, also irgendwie so Aldi oder so und mich da irgendwelche Leute sehen konnten, dann habe ich schon gesagt, oh, lass uns nicht da reingehen oder so, ne? Und das war für sie natürlich kränkend, ne? Bitte? Das war wahrscheinlich für die Eltern dann sehr kränkend, wenn sie das so mitbekommen haben, dass du dich für sie schämst. Du hast studiert, was bist du heute? Ich bin Beamtin, also ich habe erst Chemie studiert, hab das dann abgebrochen, weil das so nichts für mich war nach 2 Semestern und hab dann so die gehobene Laufbahn gemacht. Ja. Es ist natürlich sehr schade und sehr traurig, dass deine Eltern so früh gestorben sind, dass sie von deiner Einsicht und von deiner Kehrtwende quasi gar nicht mehr profitieren können. Heute würdest du sie vermutlich ganz anders behandeln und auch sehen. Ja, ich sehe das auch bei anderen so, wenn die sich für ihre Eltern schämen oder so, die jünger sind, dann denke ich auch so, warte mal ab, bis du erwachsen bist, ne? Das Schlimme ist, man weiß nie, wann es zu spät ist. Ne? Ja, das ist genau richtig, ja. Aber immerhin gut, dass du es für dich so jetzt siehst. Das ist ja auch schon mal ein Pluspunkt, dass du es nicht dein ganzes Leben lang so mit dir fortträgst, wie du es damals gesehen hast. Ja, vor allem, die waren super toll. Also, die haben auch immer, wie gesagt, die haben uns das ermöglicht, dass wir zur Schule gehen konnten, so gut, ne? Und die waren auch immer für mich da. Also es ist nicht so, dass die Eltern unbedingt reich sein müssen, aber meine Eltern, die haben mir immer zugehört. Wenn ich in der Schule irgendwie einen Aufsatz toll geschrieben habe, dann konnte ich denen alles vorlesen, die haben mir zugehört und so. Nein, die haben sich also dafür interessiert, was ich gemacht habe. Hat denn dein Vater so Sachen auch mal gesagt, ihr sollt das mal besser haben als ich und deshalb geht ihr zur Schule und lernt und macht dieses und macht jenes? Also die waren auch nicht unzufrieden. Also nicht so, dass die sagen wollten, uns soll es besser gehen, sondern die waren so glücklich, wie sie waren. Also, die waren aber auch stolz auf uns. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Dann waren sie bestimmt aber auch stolz, wenn das Mädel dann zum Gymnasium ging und Pläne hatte zu studieren und so weiter. Die haben uns auch machen lassen. Also wir müssten nicht zum Gymnasium oder so, sondern die haben das von uns aus gemacht und die haben uns das nur ermöglicht. Ne? Ja. Da wäre dein Papa aber stolz, wenn der das heute hören könnte. Und deine Mutter. Mit Sicherheit. Wie denken denn deine Geschwister? Sprichst du mit denen auch über dieses Thema? Ja, mein Bruder, der war anders. Also dem hat das nicht so viel ausgemacht. Der war so selbstbewusster, ne? Ja.
der hat so seine eigenen, der hat so eine Band gegründet und so und stand halt auch dazu, ne? Ja. Und ich war halt anders, mir war das peinlich, ich habe dann auch, wie gesagt, mein Taschengeld immer gespart, dass ich mir bessere Klamotten kaufen konnte und so. Und ihm hat das so nichts ausgemacht. Also das finde ich also von ihm auch sehr gut. Ja. Hast du denn in deiner Schülerzeit nie mal eine Freundschaft gehabt mit jemandem aus einer anderen Gesellschaftsschicht? Ja, inzwischen schon. Also da jetzt bin ich ja auch in einer anderen Gesellschaft sozusagen. Ja. Das hinterher wurden die dann auch Erwachsene. Also als Kind ist man auch ziemlich grause, sage ich mal. Ja. Und hinterher, als die Eltern älter wurden, hat sich das dann auch schon eher vermischt. Das war so mehr so die Zeit, als ich so 15 war, also so bis 18, sage ich mal, 19 noch. Woran sind deine Eltern dann so früh verstorben? Mein Vater, der hatte eine Lungenembolie und meine Mutter kurz danach einen Schlaganfall, also waren 3 Monate später. Und wie alt sind deine Eltern geworden? Also die sind relativ, also meine Mutter hat mich noch mit 40 bekommen. Ach so. Deshalb war zwar sehr jung, aber mein Vater, der war 69 und meine Mutter 65, als wir gestorben sind. Dann bist du so die Nachzüglerin. Ja, genau. Ah ja, ja. Ja, liebe Edith. Vielleicht haben sie es ja irgendwie mitgehört und mitbekommen, dass du jetzt so denkst und sie freuen sich über dich. Ja, hoffe ich mal. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, schön, dass du durchgekommen bist, ne? Okay, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche hier von uns, von Domian. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein richtig gutes, schönes Wochenende. Es soll ja warm werden. Ich wünsche euch ein Frühlingswochenende im November. Und wir haben dann Montag, wie immer wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine freie Themennacht. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.